Am 15. Februar 1919 erschien die erste und einzige Ausgabe der kommunistischen Satirezeitschrift Jedermann sein eigener Fußball. Für dieses Heft zeichnete George Grosch eine Karikatur, in deren Mittelpunkt Matthias Erzberger stand. Sie zeigt Erzberger als zentrale Marionette eines Figurentheaters, das Grosch mit Deutsche Nationalbühne bezeichnete. Die Puppe Erzberger tritt selbst als Figurenspieler auf, der an Fäden einen Pressesprecher führt. Dieser Pressesprecher löst unter Verweis auf ein Plakat, das die Gefahren des Bolschewismus beschwört, eine Panik unter klein gezeichneten Menschen aus, die keine Marionetten sind und die in den weit geöffneten Mund eines überdimensionalen Bischofskopfes fliehen. Als den zentralen Puppenspieler der gesamten deutschen Nationalbühne, der die Marionette Erzberger führt, zeichnet Grosch den Papst. Ein kommentierender Text des Herausgebers Wieland Herzfelde spekuliert über mögliche zukünftige Entwicklungen der Weltgeschichte zwischen den Polen Kommunismus, Kapitalismus und Klerikalismus, wobei Erzberger als Verräter deutscher Interessen erscheint. Solche Vorstellungen waren in der frühen Weimarer Republik zwar keine allgegenwärtigen Themen in linken Debatten, doch finden sie sich etwa auch bei dem adligen Bohème Harry Graf Kessler, der sich in dieser Zeit zwischen liberalen und sozialistischen Positionen bewegte. Mit der Deutung Erzbergers als ultramontaner Marionette nahm Grosch ein altes antiklerikal-antikatholisches Deutungsmuster einer schwarzen Internationale auf, das schon in manchen Strömungen der deutschen Nationalbewegung des 19. Jahrhunderts verbreitet gewesen war und auch von der antirepublikanischen Rechten in der Weimarer Republik weiter verwendet wurde. Das zeigte sich insbesondere in den geschichtspolitischen Auseinandersetzungen um die Schuld am Ersten Weltkrieg und die Ursachen für die deutsche Niederlage zu Beginn der Weimarer Republik, in denen Erzberger eine zentrale Rolle als Akteur wie als Projektionsfläche spielte. Diese Kontroversen sollen im Folgenden genauer betrachtet werden. In ihnen überlagerten sich konfligierende Deutungen der jüngsten Vergangenheit mit dem Kampf um die gegenwärtige und zukünftige politische Ordnung. Ein bestimmtes Bild vom gerade untergegangenen Deutschen Kaiserreich zu entwerfen, konnte als politische Botschaft dienen, gerade wenn man den ersten deutschen Nationalstaat mit der Weimarer Republik verglich. Das galt auch für Erzberger, der nahtlos an das anknüpfte, was er schon vor der Revolution vertreten hatte. Als Minister der letzten kaiserlichen Regierung unter Reichskanzler Max von Baden skizzierte er Ende Oktober 1918 seine Position in einem Flugblatt. Darin stellte er die unmittelbar zuvor beschlossenen Verfassungsreformen vor, die aus dem Deutschen Kaiserreich eine parlamentarische Monarchie machen und den Primat des Politischen gegenüber dem Militär durchsetzen sollten. Für diese Veränderungen hatte Erzberger lange gekämpft. Mit den Verfassungsveränderungen von Oktober 1918 begann für Erzberger eine neue politische Epoche. Für ihn war damit der neue deutsche Volksstaat geschaffen worden. Demokratisch-teleologische Fortschrittsideen aufnehmend, betonte Erzberger, Deutschland habe sich damit verspätet, dem notwendigen großen Geschehen im politischen Denken der Menschheit eingeordnet. Über Vorkriegspositionen hinausgehend beschrieb Erzberger das Deutsche Kaiserreich als Obrigkeitsstaat. Das deutsche Volk, verwöhnt und verführt durch die starke Hand Bismarcks, habe sich, so Erzberger, unter seinen Nachfolgern an die patriotisch sein sollende Geste des unbegrenzten Vertrauens, der Ergebenheit in die weise Führung seiner Geschicke durch verantwortliche und unverantwortliche Obrigkeiten gewöhnt. Dem habe der Krieg ein Ende gesetzt, so Erzberger. Die Einführung des neuen Volksstaates erklärte Erzberger nicht nur unter Verweis auf eine quasi natürliche Fortschrittsentwicklung, sondern auch mit den Rückwirkungen des Krieges auf das politische Denken des deutschen Volkes und den Blutzoll, den die Bevölkerung im Ersten Weltkrieg geleistet habe. Dreh- und Angelpunkt von Erzbergers Argumentation waren Volk und Volksvertretung. Der Kaiser wird nur an zwei Stellen kurz erwähnt, das Wort Monarchie gemieden.
Dementsprechend bestand für Erzberger nach der Abdankung des Kaisers und der Einführung der Republik keine Notwendigkeit, seine grundlegende Argumentation anzupassen. Die Gegenüberstellung vom Kaiserreich als Obrigkeitsstaat und der Weimarer Republik als Demokratie bildete die Basis für Erzbergers politische Rhetorik bis zu seiner Ermordung vor 100 Jahren. Was sich je nach Kontext und politischer Konstellation änderte, das war, wie Erzberger diesen argumentativen Rahmen auffüllte. Dabei handelte Erzberger keineswegs immer proaktiv, sondern reagierte auch oft auf geschichtspolitische Angriffe. Nach seiner Rückkehr aus Compiègne bat der Rat der Volksbeauftragten Erzberger, sich als Staatssekretär weiter um die Umsetzung des Waffenstillstandes zu kümmern. Dagegen unternahm der sozialistische Ministerpräsident Bayerns, Kurt Eisner, wenige Tage später einen politischen und publizistischen Frontalangriff. Eisner imaginierte Erzberger als Vertreter der alten Ordnung. Erzberger habe jene Vergiftung der öffentlichen Meinung organisiert, die Deutschland in der ganzen Welt isoliert und so verhasst gemacht habe. Deshalb sei Erzberger, so Eisner, nicht mehr tragbar. Eisners Vorstoß fand zwar in USPD-Kreisen und in USPD-nahen Tageszeitungen positive Resonanz, doch durchsetzen konnte er sich politisch nicht. Denn Eisners Angriff auf Erzberger sollte nicht nur einen Bruch der Sozialdemokratie mit dem politischen Katholizismus und dem Liberalismus herbeiführen. Eisner wollte auch eine neue revolutionäre Regierung bilden, der auch keine Mehrheitssozialdemokraten mehr angehören sollten. Erzberger überließ in dieser Situation die Verteidigung der eigenen Person weitgehend Mehrheitssozialdemokraten, die auf Erzbergers Rolle bei der Friedensresolution des Reichstags und den Waffenstillstandsverhandlungen verwiesen. Dass Eisner sich in diesem Zusammenhang öffentlich zu einer deutschen Schuld am Kriegsausbruch bekannte, löste in weiten Teilen der deutschen Öffentlichkeit Empörung aus und lenkte von seinen Angriffen auf Erzberger ab. Dennoch sollten in der Folge vereinzelt USPD- oder KPD-Kreise den öffentlichen Vorwurf an Erzberger erneuern, er sei ein Mann des alten Regimes. So veröffentlichte die Münchner Räteregierung wenig beachtet ein halbes Jahr später in zwei Münchner Zeitungen Auszüge aus einer annexionistischen Kriegsziel-Denkschrift Erzbergers von September 1914. Eine Woche später übergab dann der ehemalige Sekretär Eisners dieses Dokument zusammen mit einem bayerischen Telegramm von 1914, das eine päpstliche Zustimmung zur Herbeiführung des Ersten Weltkriegs durch Deutschland und Österreich-Ungarn nachzuweisen schien, an einen als deutschfeindlich geltenden Genfer Publizisten. Dieser veröffentlichte die beiden Dokumente ab Ende April 1919 in einer Pariser Zeitung. Ziel war es, die deutsche Position bei den Verhandlungen in Versailles zu schwächen und Erzberger als Vorsitzenden der Waffenstillstandskommission politisch auszuschalten. In der öffentlichen Wahrnehmung stand international, aber auch national die Rolle der deutschen Regierung und Reichsleitung im Juli 1914 im Vordergrund. Erzbergers Denkschrift spielte nur eine untergeordnete Rolle. Der Vorstoß Eisners und seines Umfeldes, Erzberger als Vertreter des alten Systems zu labeln, blieb eine marginale Position in den frühen Debatten der Weimarer Republik. Dass die deutsche Rechte bei ihrem Angriff auf Erzberger auf seine Kriegsziel-Denkschrift zurückkam, sei hier der Vollständigkeit halber erwähnt. Größere Resonanz fand die Deutung, Erzberger stehe stellvertretend für die neue demokratische Ordnung. Während die Rechte Erzberger mit dieser Einordnung angriff, nutzte der Zentrumspolitiker eben diese als Selbstdeutung, um Angriffe der DNVP auf ihn zurückzuweisen. Dies zeigte sich etwa bei den Kontroversen um die Verlängerung des Waffenstillstandes. Insbesondere deutsche Schwerindustrielle, die im Ersten Weltkrieg die besetzten Gebiete ausgebeutet hatten und bis zum Kriegsende für einen Siegfrieden und Annexion agitiert hatten, versuchten, die Regierung zu zwingen, sie als Sachverständige zu benennen. Mit der Rückendeckung der Sozialdemokraten blockte Erzberger als Vorsitzender der Waffenstillstandskommission entsprechende Vorstöße ab. In der Nationalversammlung griff die DNVP mit ihrem schwerindustriellen Flügel Erzberger deshalb scharf an. Der Minister konterte, indem er nicht nur auf die historischen Belastungen der genannten Industriellen verwies
und sie zu Kriegsprofiteuren und Männern des alten Regimes stilisierte, sondern auch klar machte, dass in der neuen Zeit eine demokratisch legitimierte Regierung selbst bestimme, von welchen Sachverständigen sie beraten werden wolle. Hier haben wir eine komplementäre Darstellung zu den Ereignissen, die Frau Karla eben schon erleuchtet hat. Auch bei der Rechtfertigung des tiefgreifenden Umbaus des Steuer- und Finanzsystems, den Erzberger als Reichsfinanzminister ab Juli 1919 durchführte, griff Erzberger auf historische Argumente zurück und kontrastierte die negativ skizzierten Zustände im Obrigkeitsstaat Kaiserreich mit den Anforderungen des neuen Volksstaates. Ein überspannter Individualismus, so Erzberger in der Nationalversammlung, hat in der Vorkriegszeit den Eigentumsbegriff verzerrt, das Recht auf Eigentum maßlos betont, aber die Pflichten und Grenzen des Eigentums vielfach nicht scharf genug hervorgehoben. Die Grenzen des Eigentums sind ferner überschritten, wenn die herrschenden Klassen ihre Macht benutzen, die Hauptlasten auf die Schulter der weniger Leistungsfähigen zu laden. Das Privateigentum, so Erzberger, findet seine Begründung, aber auch seine Begrenzung durch das Sozialinteresse. War früher nur allzu sehr der Besitz und Erwerb zum Selbstzweck geworden, so muss in Zukunft wieder der alte christliche Grundsatz zur Geltung kommen, dass der Mensch Ausgangs- und Zielpunkt aller wirtschaftlichen Tätigkeit ist. Deshalb wollte Erzberger mit seinen Reformen die Steuerlast sozial gerecht, das hieß für ihn entsprechend der jeweiligen Leistungsfähigkeit, verteilen. Erzbergers Reichsfinanzreform sollte aus Sicht des Zentrumspolitikers auch in anderer Hinsicht mit der Vergangenheit brechen. Denn sie sollte den historisch gewachsenen Föderalismus schwächen und die zentralstaatliche Ebene massiv stärken. Dagegen gab es vielfältige Widerstände, die hier nicht im Einzelnen dargestellt werden können. Erzberger, der vor dem Krieg wie seine Partei immer wieder für den Föderalismus eingetreten war, warb 1919-20 für seine neuen unitarischen Positionen nicht nur mit finanzpolitischen Notwendigkeiten nach dem verlorenen Krieg. Er führte auch geschichtspolitische Gründe an. Dazu griff er weit in die Geschichte zurück und spannte einen Bogen vom Heiligen Römischen Reich deutscher Nation bis zur Gegenwart. Das frühneuzeitliche Reich sei auseinandergefallen, da die Zentralgewalt schwach und die Macht der Landesfürsten übermächtig gewesen sei. Das Jahr 1866 mit dem Krieg Preußens gegen die Habsburger Monarchie und Süddeutschland bezeichnete Erzberger als Tiefstand und als eine Schmach vom nationalen Standpunkt aus. Denn wir hätten aus unserem Bunde Deutsche hinausgeworfen, so Erzberger. Erzberger betonte, dass das Reich Bismarcks eine Zusammensetzung dynastischer Fürstenstaaten gewesen sei. Mit dem Ende der Monarchien in den deutschen Ländern war Erzberger auch die Legitimationsgrundlage für den Föderalismus entfallen. Das Volk wäre jetzt der Souverän und auf der Ebene der Bevölkerung hätten Zahl und Zuschnitt der Bundesstaaten des Kaiserreiches keine Entsprechung in deutschen Völkern oder Stämmen. Dies alles spreche dafür, jetzt einen starken deutschen Einheitsstaat zu schaffen. Dieser könne zudem das stärkste Bollwerk gegen die mancherorts gefürchtete Verpreußung Deutschlands darstellen. Darum müsse neben der Stärkung der zentralstaatlichen Ebene auch Preußen zerschlagen und aus seinen Provinzen neue Länder geschaffen werden, die in der Größe etwa den süddeutschen Ländern entsprechen sollten. Während Erzberger seine Reichsfinanzreform innerhalb von 9 Monaten durchsetzen konnte, waren seine wie konkurrierende Reichsreformideen in der Weimarer Republik nicht mehrheitsfähig. Dabei ist zu betonen, dass Erzberger jenseits seiner Katholizität geschichtspolitisch nach 1918 Positionen vertrat, die eher dem sozialdemokratischen Spektrum als traditionell dem Katholizismus mit seiner Wertschätzung des Föderalismus zuzuordnen waren. Wie sehr sich Erzberger in einem demokratischen Erbe verpflichtet fühlte, zeigte er demonstrativ Mitte November 1918, nachdem er von der Unterzeichnung des Waffenstillstandes in das revolutionäre Berlin zurückgekehrt war. Von seinem Dienstwagen ließ Erzberger umgehend den roten Stander entfernen, wie ihn Volksbeauftragte, Arbeiter- und Soldatenräte, aber auch das Militär infolge der Revolution auf ihren Fahrzeugen nutzten. Stattdessen ließ Erzberger einen schwarz-rot-goldenen Stander auf seinen Dienstwagen montieren
und fiel mit den Farben der Demokratiebewegung in Berlin überall auf. Mit seinem Auftreten und mit seinen geschichtspolitischen Positionen inszenierte sich Erzberger nicht nur als einer der führenden Politiker der neuen Ordnung. So deuteten ihn auch die Gegner der Republik. Das galt insbesondere für die rechten Feinde der Demokratie, konzentrierten sich doch die Kommunisten in ihren Angriffen auf Sozialdemokraten wie Friedrich Ebert oder Philipp Scheidemann, die aus radikal linker Sicht als Verräter an der Arbeiterklasse erschienen. Die wichtigste Waffe der Rechten war, Erzberger wesentliche Verantwortung für die Niederlage im Ersten Weltkrieg und für die harten Auflagen von Waffenstillstand und Versailler Friedensvertrag zuzuweisen. Dabei konnten sie an nationale Ausgrenzungsmuster aus der Kriegszeit anknüpfen, mit denen sie, aber nicht nur sie, unter Berufung auf den nationalen Burgfrieden und die vorgebliche nationale Einheit im Krieg rigoroses Vorgehen gegen alle inneren Feinde der Nation gefordert hatten. Im Krieg hatte sich das unter anderem gegen all diejenigen gerichtet, die für Parlamentarisierung und Demokratisierung des Kaiserreiches eingetreten war und sich für Frieden und gegen Fantasien von einem zu erkämpfenden deutschen Großraumimperium gewandt hatten. Auch Erzberger wurde Ziel solcher Attacken. Im Herbst 1917 etwa warf ein Bonner Pfarrer bei einer Versammlung des Evangelischen Bundes in Duisburg Erzberger den Bruch des nationalen Burgfriedens vor. Ziel Erzbergers und seiner Partei sei es, den protestantischen Geist, der Preußen groß gemacht habe, zu lähmen und den geschichtlich erwachsenen Beruf Preußens, seine Stellung als Schutzmacht der deutsch-protestantischen Kultur, zu erschüttern und zu stürzen. Der evangelische Pfarrer griff den Katholiken Erzberger für die Friedensresolution des Reichstages und die Unterstützung der päpstlichen Friedensinitiative an, sah im Zentrumspolitiker eine Marionette des Papstes und deutete die päpstliche Friedensinitiative als Herzstoß, den der finstere Hagen auf die verwundbare Stelle des deutschen Siegfrieds führt. Diese Rede von 1917 zeigt nicht nur, wie sehr konfessionelles und nationales Gedankengut verschmelzen konnten. Der evangelische Pfarrer verwendete auch zahlreiche Deutungsmuster, die wenige Jahre später in dem Streit um die Schuld am verlorenen Krieg eine zentrale Rolle spielten und die wir gemeinhin unter dem Begriff Dolchstoßlegende zusammenfassen. Den verschiedenen Ausprägungen der Dolchstoßlegende liegt ja die Annahme zugrunde, dass das deutsche Heer im Felde unbesiegt geblieben sei und die deutsche Niederlage im Zusammenbruch der Heimatfront seine Ursache habe. Die deutsche Heimat bzw. bestimmte Gruppen in der Heimat hätten die Front verraten und von hinten den deutschen Soldaten an der Front erdolcht. Welche Gruppen alleine oder gemeinsam als diese nationalen Verräter imaginiert wurden, variierte. Am meisten genannt wurden die Arbeiterbewegung und die Juden, aber auch der ultramontane Katholizismus, also gesellschaftliche Gruppen, die schon im 19. Jahrhundert als Angehörige einer angeblichen Internationale als undeutsch imaginiert worden waren. Nicht jedes Ereignis, das in Varianten der Dolchstoßlegende eingebaut wurde, hatte einen Erzberger Bezug. Gegen den Zentrumspolitiker setzte die Rechte vor allem drei Vorwürfe ein. Der einen Auffassung zufolge habe die von Erzberger initiierte Friedensresolution des Reichstages im Innern Unfrieden gesät, den unbedingten Willen zum Sieg unterminiert und zudem dem Gegner ein Signal der Schwäche gesendet. Eine weniger voluntaristisch-martialische Variante argumentierte ab Juli 1919, Erzberger habe im Sommer 1917 eine Möglichkeit zu Friedensgesprächen zerstört, weil er den sogenannten Tschernin-Bericht, ein geheimes habsburgisches Dokument über die prekäre Lage der K&K-Monarchie, den Feinden bekannt gegeben habe, die daraufhin keine Notwendigkeit mehr gesehen hätten, mit Deutschland über ein Friedensende zu verhandeln. Beide Varianten ließen sich mit Geraune verbinden. Erzberger habe im Dienste einer katholischen Internationale gehandelt, die wahlweise mit dem Verweis auf die Habsburger, auf den Papst oder die Jesuiten arbeitete. Schließlich diente die Frage, wer im Herbst 1918 die Verantwortung für den Waffenstillstand trug, als weiteres geschichtspolitisches Gefechtsfeld. Erzberger war auf Seiten der republikanischen Politiker keineswegs der Einzige, der solchen rechten Deutungen entgegentrat.
Bis zur Annahme der Versailler Friedensbedingungen hielten sich Regierungspolitiker wie Erzberger noch stark zurück, um die deutsche Position im Vorfeld der Friedenskonferenz nicht weiter zu schwächen, nutzten doch die Alliierten den Verweis auf deutsche Kriegsverbrechen und eine deutsche Schuld am Kriegsausbruch, um harte Friedensbedingungen zu legitimieren und hohe Reparationen zu fordern. Doch mit dem dramatischen Ringen um die Unterzeichnung oder Nichtunterzeichnung des Versailler Friedensvertrags begann ein neuer Abschnitt in den geschichtspolitischen Auseinandersetzungen in Deutschland. Unter der Federführung des ehemaligen kaiserlichen Vizekanzlers Karl Helferich versuchte die DNVP in einer systematischen Kampagne, die nationale Empörung über die harten Friedensbedingungen mit der Durchstoßlegende gegen die Weimarer Demokratie zu lenken. Erzberger stand im Mittelpunkt dieser Angriffe. Darauf antwortete der Attackierte im Juli 1919 mit einer historischen Gegenanklage. Die Kernpunkte dieser Geschichtsdeutung waren nicht neu, aber Erzberger brachte sie als Minister und Vizekanzler im Parlament besonders markant auf den Punkt und versuchte sie mit bisher unbekannten Quellen zu legitimieren. Erzberger warf der politischen und militärischen Führung des Kaiserreiches, der Schwerindustrie und den Alldeutschen vor, in nationaler Verblendung utopische Kriegsziele verfochten, die USA zum Gegner Deutschlands gemacht und in der zweiten Kriegshälfte Friedensmöglichkeiten sabotiert zu haben. Damals hätte Deutschland noch Chancen gehabt, unter Wiederherstellung der Vorkriegssituation einen Verständigungsfrieden zu schließen. Im Zentrum von Erzbergers Vorwurf standen Entwicklungen im Spätsommer 1917. Damals habe Deutschland, so Erzberger, im Zusammenhang mit der päpstlichen Friedensinitiative geheime Friedenssondierungen mit dem Gegner abgeblockt und damit die letzte große Chance für einen Verständigungsfrieden zunichte gemacht. Erzbergers Vorstoß wirkte öffentlich als große Sensation und führte zu einer Welle wütender Entgegnungen. Der ehemalige Reichskanzler Michaelis, der im Herbst 1917 wegen Überforderung nach wenigen Wochen sein Amt aufgeben musste, meldete sich umgehend zu Wort. Er widersprach Erzberger scharf und legte offen, dass die deutsche Regierung im Frühherbst 1917 geheim über Spanien Friedensfühler ausgestreckt habe. Doch die Feinde hätten keinen Frieden gewollt. Auch der DNVP-Politiker Helferich führte seine Kampagne gegen Erzberger weiter. Und dessen Parteifreund Max Taube erklärte Erzberger zum Totengräber des Deutschen Reiches, denn Erzberger habe die vaterlandsfeindliche revolutionäre Sozialdemokratie in den Rücken des kämpfenden Heeres geführt und damit das tragische Schicksal unseres geliebten Kaisers Wilhelms II., des siegreichsten und den Untergang des Deutschen Reiches Bismarckschen Glanzes verschuldet. Wie auch in anderen Zusammenhängen stimmten die rechten Gegner der Demokratie ihre Darstellung der Ereignisse ab und einigten sich auf eine Version, sodass Reichskanzler und Vizekanzler von 1917 sowie mit Hindenburg und Ludendorff die Spitzen der obersten Heeresleitung gemeinsam nach außen gegen Erzberger auftraten. Sie konnten nicht nur den Nimbus ihrer ehemaligen Ämter einsetzen, sie hatten auch Zugriff auf Geheimwissen und ihre Unterlagen aus dem Ersten Weltkrieg und hatten diese zum Teil schon publizistisch genutzt, um das eigene Verhalten zu rechtfertigen und ihre Version der Durchstoßlegende öffentlich durchzusetzen. Während für Michaelis im Vordergrund stand, das eigene Verhalten mit historischen Argumenten zu verteidigen, verschob Helferich seine argumentative Stoßrichtung immer stärker in das Moralische. Der DNVP-Politiker stellte Details der erzbergerschen Darstellung in Frage, um dem Zentrumspolitiker generell Charakterlosigkeit, Korruption und Lüge zu unterstellen und so eine moralische Verurteilung Erzbergers und mit dieser auch eine der Demokratie herbeizuführen. Helferich trug alle möglichen und unmöglichen Vorwürfe gegen Erzberger zusammen und montierte sie in das Szenario der moralisch verworfenen Republik, für die Erzberger prototypisch stehe. Mit einem Potpourri aus Nationalismus, Korruptionsvorwürfen und dem Hohelied auf Fachminister statt Parteipolitikern knüpfte Helferich an obrigkeitsstaatliche Denkmuster des Kaiserreiches an, die weit über die DNVP hinaus bis in die bürgerliche Mitte der Gesellschaft hineingeteilt wurden.
Denn Helfferich hatte erkannt, dass immer noch genügend an Erzberger und der Demokratie hängen bleiben würde, unabhängig davon, ob die Vorwürfe letztlich belegbar waren oder nicht. Wie sehr der Versailler Friedensvertrag die innenpolitischen Spielräume in Deutschland dafür beschränkte, sich kritisch mit der deutschen Rolle bei Kriegsausbruch und im Krieg zu beschäftigen, musste nicht nur Erzberger erfahren. Zur Klärung dieser Frage hatte die Weimarer Nationalversammlung eigens einen Untersuchungsausschuss eingesetzt. Doch als dieser die Generäle Hindenburg und Ludendorff befragen wollte, bekräftigten die beiden Militärs mit einer vorbereiteten Erklärung die Dolchstoßlegende. Eine bessere Legitimation konnte sich Helfferich, der auch hier wieder die Argumente im Hintergrund abgestimmt hatte, nicht wünschen. Der im Krieg zum nationalen Mythos gewordene Hindenburg bestätigte die Dolchstoßlegende und dupierte das Parlament. Während für die Rechte der Kampf gegen die Demokratie mit ihrem geschichtspolitischen Engagement in eins gingen, blieb für Erzberger 1919 die Deutung der jüngeren Vergangenheit nur eines von mehreren Politikfeldern. In der ersten Jahreshälfte band die Umsetzung und Verlängerung des Waffenstillstandes einen Großteil seiner Arbeitskraft und Zeit. In der zweiten Jahreshälfte konzentrierte er sich auf den Umbau des deutschen Steuer- und Finanzwesens, den er in 9 Monaten gegen große Widerstände durchsetzte. Ungenauigkeiten in seiner Darstellung der Vergangenheit waren die Folge. Doch sollte dies nicht der einzige Faktor sein, der Erzbergers Position in den geschichtspolitischen Konflikten seiner Zeit schwächte. Denn in den Kontroversen zeigte sich gerade auch durch Material seiner Gegner, dass der Abgeordnete Erzberger im Ersten Weltkrieg noch weniger in die deutsche Innen- und Außenpolitik eingebunden gewesen war, als er selbst geglaubt hatte. Erzberger war unter Reichskanzler Bethmann-Hollweg über vieles informiert gewesen. Doch ab Sommer 1917 hatten der neue Reichskanzler Michaelis und sein Außenminister Kühlmann auch die bestinformierten Abgeordneten nicht eingeweiht, ja, sie vereinzelt getäuscht oder belogen. Erzbergers Kontakte, die er etwa im Auftrag des Auswärtigen Amtes zum päpstlichen Nunzius in München oder in das Ausland pflegte, kompensierten das nicht. Erzberger hatte nicht nur mit mangelndem Wissen über die Vorgänge an der zivilen und militärischen Spitze des Kaiserreiches zu kämpfen. Er setzte auch nicht alles, was ihm bekannt geworden war, geschichtspolitisch ein. Dazu fühlte er sich nicht nur durch Vertraulichkeitszusagen verpflichtet. Er nahm auch weiterhin außenpolitische Rücksichten. Dies gilt insbesondere mit Blick auf den Vatikan. Denn der Papst hatte nicht nur während des Krieges versucht, zwischen den Kriegsgegnern zu vermitteln. Die deutsche Seite bat auch nach 1918 den Vatikan immer wieder, sich verdeckt für mildere Friedensbedingungen gegenüber Deutschland einzusetzen. Ein solches Vorhaben machte aber nur Sinn, wenn der Vatikan international als unparteiisch erschien und nicht als deutschfreundlich galt. Vor diesem Hintergrund fragte Erzberger über den Nunzius in Rom an, ob er bestimmte Details oder Quellen bekannt machen dürfe und stimmte Teile seiner 1920 verfassten Kriegserinnerungen im Detail mit dem Vatikan ab und strich ganze Passagen. Noch stärker als mit der Frage nach einer verpassten Friedensmöglichkeit im Sommer 1917 war Erzbergers Name mit den geschichtspolitischen Auseinandersetzungen um den Waffenstillstand verbunden. Es gab hier verschiedene Konfliktlinien. Die Generäle Ludendorff und Hindenburg versuchten den letzten kaiserlichen Reichskanzler in der Öffentlichkeit für die Einleitung von Waffenstillstandsverhandlungen verantwortlich zu machen, obwohl die Militärführung Max von Baden gegen seinen Willen dazu gezwungen hatte. In der entsprechenden Kontroverse stellte sich Erzberger, ähnlich wie Sozialdemokraten, vor den ehemaligen badischen Reichskanzler, obwohl er den Adligen nicht unkritisch sah. Selbst im Zentrum des Streits stand Erzberger, wenn es um die Verantwortung für die Waffenstillstandsbedingungen ging. Erzbergers rechte Gegner argumentierten, er sei schuld. Erzberger habe sich als Politiker vorgedrängt, die Delegation zu leiten, obwohl Waffenstillstandsverhandlungen Sache des Militärs gewesen wären, habe dann schlecht verhandelt und schließlich die Forderung der Gegner trotz ihrer Härten unterschrieben. Erzberger wehrte sich öffentlich scharf gegen diese Vorwürfe und wies mit bis dahin nicht veröffentlichten Dokumenten nach, dass Generalfeldmarschall Hindenburg als oberster deutscher Soldat ebenso wie die Regierung Erzberger den Auftrag erteilt hatte, trotz der Härte der Bedingungen zu unterzeichnen. Dessen ungeachtet wurden die Vorwürfe gegen Erzberger permanent wiederholt.
Zudem stellte die Rechte Erzbergers Glaubwürdigkeit in Frage, indem sie Erzbergers Darstellung bezweifelte, dass Hindenburg Erzberger nach dessen Rückkehr aus Compiègne gedankt habe. Da Erzberger nachweisen konnte, dass er Hindenburg persönlich von den Verhandlungen berichtet hatte, verschoben die Gegner Erzbergers den Streit dahin, ob der General dem Politiker die Hand gegeben oder nur mit ihm gesprochen und ihm nicht gedankt habe. Dabei ging es nicht nur darum, Erzbergers Glaubwürdigkeit in Zweifel zu ziehen, sondern auch zu transportieren, dass der Politiker, der ein ungedienter katholischer sozialer Aufsteiger war, gesellschaftlich einen niedrigeren Rang als der Generalfeldmarschall habe und damit auf keinen Fall mit dem höchsten preußisch-deutschen Militär auf Augenhöhe verkehrt haben konnte. Wie sehr sich solche Vorstellungen von sozialer Hierarchie und damit verbundener Ehre geschichtspolitisch auswirken konnten, zeigt sich in einem Detail. Erzbergers rechte Gegner versuchten, den Zentrumspolitiker auf allen Arenen der geschichtspolitischen Auseinandersetzung anzugreifen. Reden und Anfragen im Parlament, Karikaturen und Beiträge in Zeitschriften und Tageszeitern, Bücher und Prozesse waren gern gewählte Waffen im Kampf gegen Erzberger. Doch ein Mittel setzte die Rechte gegen Erzberger nicht ein. Die Duellforderung. Im Kaiserreich hatten Offiziere, viele Studenten und andere Bildungsbürger so untereinander auf Beleidigungen reagiert. Sozial nach unten waren andere Reaktionen vorgesehen gewesen. Eine Beleidigung durch einen Arbeiter beantwortete ein kaiserlicher Offizier mit Prügeln wie für einen Hund. Dass es solche Vorstellungen nach dem Krieg noch gab, zeigt ein Blick auf die öffentlichen Auseinandersetzungen um die Flucht des Kaisers ins Exil. Hierbei setzten Adlige untereinander auch Duellforderungen ein. Erzberger galt hingegen als nicht satisfaktionsfähig. Gegen ihn gingen seine rechten Gegner mit der Forderung vor: Fort mit ihm, schlagt ihn tot. Lynchaufrufe und Attentatsversuche waren die direkte Folge. Geschichtspolitische Debatten, in denen über die jüngere deutsche Vergangenheit gestritten wurden, durchzogen die gesamte Weimarer Republik und waren Teil des Ringens um die Akzeptanz oder Ablehnung der ersten deutschen Demokratie. Über Erzberger zu sprechen, blieb auch nach seiner Ermordung Teil dieser Kontroversen. Erzbergers Name diente zunehmend in rechten Kreisen als Synonym für die mit der Dolchstoßlegende erklärte deutsche Niederlage und die harten Friedensbedingungen. Insofern hatte Reichskanzler Josef Wirth 1921 ein Stück weit recht, wenn er bei der Beerdigung Erzbergers davon sprach, dass Erzbergers Gang nach Compiègne vielleicht sein Todesgang gewesen sei. Ein positives Erinnern an Erzberger sah sich mit den Widerständen konfrontiert, mit denen Erzberger schon zu Lebzeiten gekämpft hatte. Die Stellung zur Demokratie, der Umgang mit der deutschen Niederlage, mit Krieg und Frieden, die Stärkung der zentralstaatlichen Ebene, die Frage der nationalen Zugehörigkeit, der Ort von Religion und religiösen Gruppen in Staat und Gesellschaft sowie das Fortwirken sozialer Unterschiede aus dem obrigkeitsstaatlichen Kaiserreich standen für zu viele Bruchlinien, die nicht oder nicht dauerhaft zu überbrücken waren. Erzbergers Gegnern gelang es hingegen oft, durch die Breite ihrer Angriffe bei vielen Zweifel oder Vorbehalte gegenüber Erzberger zu nähren oder an übergreifende Feindbilder anzuknüpfen. Geradezu symptomatisch ist, dass der kommunistische Künstler George Grosch und der nationalistische Ex-Bankier und kaiserliche Vizekanzler Karl Helferich die Vorstellung teilten, dass Erzberger Teil einer antideutschen katholischen Internationale gewesen sei und als Handlanger des Papstes gehandelt habe. Nichtsdestotrotz machten Gruppen im politischen Katholizismus und Teile des stark sozialdemokratisch geprägten Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold das Erinnern an Erzberger zu einem Element einer demokratisch-republikanischen Erinnerungskultur der Weimarer Republik, die erst durch die Nationalsozialisten ein gewaltsames Ende fand. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.